Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf dem Sun on Stories Kanal. Heute gibt es ein neues Format für euch, was es so auf YouTube noch gar nicht gibt. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, wie kriege ich es hin, als kleiner YouTuber, der Tutorials für Anfänger macht, Informationen über jede einzelne Klasse zu geben, obwohl ich mich natürlich nur mit meiner Klasse auskenne. Dafür habe ich mir gute Spieler gesucht, die ihre Klasse auf jeden Fall beherrschen, mit denen ich ein Interview durchführe und denen Fragen stelle zu ihrer Klasse, zu ihrer Skillung, was auch immer. Was genau das ist, das erfahrt ihr gleich. Ich nenne es auf jeden Fall das Neverwinterview. Und worum es da genau geht, das erfahrt ihr jetzt. Und danach geht es auch gleich los mit dem ersten Video dazu. Und zwar unterhalten wir uns heute mit einem Paladin als Tank. Und ihr bekommt da alle Informationen. Aber seht selbst, viel Spaß mit dem Video. Gerne schon mal ein Like und ein Abo dalassen, wenn es euch hier auf dem Kanal gefällt. Und ich würde sagen, Video ab dafür. Beim Neverwinterview unterhalte ich mich mit einem erfahrenen Neverwinter-Spieler über seine Klasse. Hier werden unter anderem Fragen zur richtigen Ausrüstung, Skillung und Segenverteilung beantwortet. Außerdem können Neueinsteiger die Vor- und Nachteile der jeweiligen Klasse erfahren und wie man diese am besten spielen sollte. Dieses Video ist daher für Anfänger und fortgeschrittene Spieler gleichermaßen informativ. So, dann starten wir mal rein ins Interview. Ich bin hier heute in Neverwinter mit dem Philipp zusammen. Der spielt einen Paladin. Erstmal Hallo an dich. Hallo. Er springt hier gerade ganz wild um mich rum. Da vorne steht er. Wie bist du zu Neverwinter gekommen und wie lange spielst du bereits? Ich würde sagen, von der Zeit her 4,5 Jahre ungefähr so, also fast noch mit bei den Anfängen. Damals hat mich ein Kollege dazu gebracht, der hat gesagt, ich soll mir das doch mal runterladen, es macht richtig viel Laune. Und habe mich danach, anfangs halt war ich wirklich wortwörtlich scheiße in dem Spiel, ich habe es nicht hingekriegt, aber ich habe mich dann irgendwann reingefuchst gehabt. Der Paladin war auch nicht meine Anfangsklasse, ich habe damals angefangen mit dem vernichtenden Hexenmeister. Und bin dann irgendwann übergegangen auf in die Rubrik Tanks und bin dann von einem beschützenden Kämpfer, den ich als zweiten Charakter hatte, auf den Paladin irgendwann gekommen. Okay, und der hat dir dann auf lange Sicht besser gefallen? Ja, zum damaligen Mod gab es ja noch die Fähigkeit, dass man sich auch selber die ganze Zeit als Tank heilen konnte. Das ist ja jetzt zwar raus, aber mir hat der Tank damals schon Spaß gemacht vom Damage-Verhalten her. Und da ich einer bin, der sehr gerne die Klasse spielt, sozusagen eine stützende Säule spielt, sozusagen, habe ich mich halt, kann man wirklich sagen, auch in die Klasse verliebt. Warum hast du dich für diese Klasse entschieden? Weil ich mit dem Tank hast du halt sehr viel Leben und das ist so einer, ich bin einer, ich sprinte sehr schnell gerne rein, darum habe ich Probleme mit anderen Klassen. Ich habe zwar viele verschiedene Chars, aber Problem ist dann immer, wenn du dann die ganze Zeit Tank spielst und dann spielst du irgendwann mal als Heiler oder als Damage-Dealer und sprintest in die Gruppe rein, du bist meistens sofort tot. Mhm. Das ist dann immer der Moment, wenn man vergisst, was man ist. Was sind die positiven und negativen Eigenschaften an deiner Klasse? In den höheren Bereichen später, normal so offen auf den Kampagnen-Maps oder so, kann man als Tank, gibt es eigentlich keine Nachteile, also du kannst halt, hast viel Leben, hältst viel aus. Wenn du Dungeons läufst, brauchst du meistens eigentlich einen Heiler, weil wie irgendwann, du kannst zwar deinen Schaden selber ein bisschen heilen, aber irgendwann wird der Schaden halt zu groß. Das Gute ist für Anfänger, du hast halt erstmal wirklich viel Leben und kannst gut was aushalten. Und wenn du ihn, je nach wie du ihn skillst, auch, kannst du halt auch gut Damage fahren. Okay, und was würdest du sagen, ist so negativ an der Klasse? Ja, halt für Leute, die gern sehr viel Damage fahren, ist der Klasse halt nichts, weil du halt wirklich dich hoch und drauf konzentrieren tust, dass du, wie gesagt, eher die Aggro hältst und nicht so Damage machst. Du versuchst halt wirklich den Schaden, mehr Schaden zu kassieren als zu machen. Ja. Darum ist so für Leute, die gerne Damage machen, das eher nicht so. Und der größte Nachteil ist halt wirklich, wenn der im Dungeon der Heiler fehlt und zu viel Schaden rüberkommt, dann kann es auch sehr schnell mal passieren, dass man dann, da der ganze Schaden von allen Monstern kommt, dass man dann am Boden liegt. Wie setzt man deine Klasse am effektivsten ein und worauf sollte man achten? Schwer zu sagen, es gibt verschiedene Spielweisen. Das ist auch so, wenn man neu anfängt, müsste man sich gleich schon mal darauf einigen, wie will man ihn spielen. Man kann den Tank als zwar auch als Damage-Tank spielen, dass du ein bisschen Damage mit ihm machst.
Man kann ihn aber auch wirklich als Full Tank spielen, dann machst du halt nicht sehr großen Damage, aber gehst wirklich voll auf die Lebenspunkte und das Tanken. Das sollte man sich lieber gleich am Anfang aussuchen, wie man spielen will, weil es ist später sehr kostspielig, die Sachen alles zu ändern. Aber die Skillung könnte man ja theoretisch bis Level 80 ein bisschen mehr auf Schaden auslegen und dann, wenn man die größeren Instanzen läuft, dann mehr sich aufs Tanken konzentrieren. Ja, vor allem, da man später erst die Segen kriegt, die wichtig sind für den Überleben und so, kann man eigentlich sagen, bis Level 80 kann man teils Verteidigung machen, damit man halt auch schwerere Bosse überlebt und ansonsten alles in die Kraft stecken. Und ich sehe gerade deine Skillpunkte, gucke ich mir gerade an. Wie hast du die verteilt? Konstitution sehe ich, warst du wahrscheinlich fast jedes Mal reingesteckt? Komplett nur Konstitution und Intelligenz. Und zwar aus dem Grund, weil, was viele nicht wissen, es bringt nichts, den Parler auf Kraft zu skillen, weil die Attacken des Parlers, mit denen du angreifst, das sind magische Attacken. Okay. Und da Intelligenz gibt dir Kontrollbonus und magischer Schadensbonus. Das heißt, mit Intelligenz stärkt man sozusagen seine magischen Angriffe noch. Ah, verstehe. Und da der Tank wirklich nur magische Angriffe hat meistens, ist es dann besser, wirklich auf Intelligenz zu gehen. Das ist schon mal ein sehr nützlicher Hinweis, auch für die Anfänger. Wie hast du deine aktuelle Ausrüstung bekommen? Großteils ist sie eigentlich ist sie wirklich komplett farmbar. Wie gesagt, die Waffen, die zur derzeitigen Mainhand und Sekundärhand sind aus Lom, die man für die, ich glaube, die Siege der Tiefe waren das, kriegt. Die zwei Ringe sind einer gekauft, einer erfarmt. Das sind zwei Ringe aus dem neuen Dungeon Tom. Ja. Die Effekte halt für den Tank angepasst haben. Hemd und Hose ist kriegt man auch im Unterberg für die ganz normalen Siege, die man auch bei der ME kriegt. Die Artefakte erklären sich halt von selbst. Das Einzige, was zurzeit ein bisschen schwerer zu erfahren ist, ist Hellistars Sprengzepter. Da würde ich den Leuten empfehlen, die es wirklich ganz dringend nutzen wollen, sich das lieber zu kaufen. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie viel das kostet im AHA. Und ansonsten als Set spiele ich das Set für die Schwebekugel. Ja. Das ist halt Hals, Hüfte und die, ich glaube unten rechts das Artefakt ist das bei mir. Das ist auch erfahrbar, soweit komplett auch kaufbar, kostet nicht viel. Und ansonsten die Rüstungsteile, soweit sind alle aus den MEs. Alles die Tausender Rüstung aus den MEs. Ja, die kommen mir auch bekannt vor, die habe ich auch. Also ein paar davon habe ich auch. Welche Gefährten nutzt du? Als aktiven Gefährten habe ich, ich weiß nicht, sieht man das gerade, sieht man glaube ich ein bisschen schlecht, habe ich gerade diesen komischen roten Stein da um den Kopf fliegen. Ist ein ikosianischer Drachenstein heißt der. Halt Bindungsrunsteine immer drin alles und als Gefährtenbonis habe ich einmal den Eisengolem drin. Weil der einem am Ende 16.000 Lebenspunkte bringt. Ich schicke dir nachher nochmal ein Bild, dann kannst du das noch mit einbinden. Dann halt zurzeit den Kristallgolem noch als Angriffsgefährten. Ja. Den Moonshare-Druiden heißt der. Der gibt nämlich nochmal Crit-Vermeidung, die du als Tank brauchst, sowie Lebenspunkte. Und dann habe ich noch den roten Drachenstein drinne. Der ist wichtig, weil du kriegst plus 10% eingehende Heilung. Und die musst du auch haben, weil später mit hohen Stufen, wenn du dann so 400.000-500.000 Leben hast, ist es gut mit mindestens so 30-40% eingehende Heilung rumzurennen, weil du erleichterst dem Heiler im Dungeon und im Allgemeinen viel mehr das Heilen, weil du viel mehr Lebenspunkte durch ihre Effekte kriegst. Okay. Und ein Gefährten, der eigentlich ganz leicht zu besorgen ist, ist der Energeon, den halt noch als Unterstützer, weil der auch Lebenspunkte gibt. Auf welche Werte muss ich bei dieser Klasse besonders achten? Zurzeit sind wichtig halt für, ich baue meine zurzeit auf Tom aus. Man sollte mindestens so um die 80.000 Kraft bringt man halt automatisch mit, aber wichtig dann später werden mindestens 80.000 Verteidigung zu haben. Die Crit-Vermeidung, das ist das, was bei mir noch fehlt, die auch muss mindestens 80.000 sein. Robustheit mindestens 80.000, das sind so diese drei Verteidigungswerte, die man braucht.
und halt die restlichen Werte alle so in dem Dreh um die 70.000 bis 80.000, 70.000 rum. Wenn man mal ein oder zwei hat, die so sautief sind, die habe ich auch, das ist nicht schlimm. Mhm. Und die Lebenspunkte so am besten so 600.000 aufwärts. Okay. Wie viel Geld hast du in das Spiel investiert, um dieses Niveau zu erreichen? Echtgeld habe ich ein bisschen investiert, es gab einiges, aber meistens nur in Schlüssel für Sachen wie legendäre Reittiere oder so. Direkt gekauft habe ich mir mit Echtgeld nichts, weil ich fand, es hat sich nicht gelohnt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und ansonsten, das kann man sich halt einiges auch selbst finanzieren. Wenn man sich zum Beispiel ein- oder zweimal VIP kauft für 1.000 oder für 10 Euro, dann kann man sich dann über die Zeit mit dem VIP wahrscheinlich auch ganz einfach die weiteren VIPs und so selbst finanzieren. Wie sieht dein täglicher Ablauf in Neverwinter aus? Also, da ich jetzt im Endgame-Bereich bin und es nicht mehr allzu viel zu tun gibt, zurzeit bin ich etwas runtergegangen von der Spielzeit her, sagen wir mal so. Da ich zurzeit gemixt spiele, würde ich sagen, so 2-3 Stunden am Tag. Mhm. Und dann halt immer mit den Kollegen ME laufen, wenn man noch Ausrüstungen braucht. Ansonsten Wartelisten für Astraldiamanten. Und halt jeden Tag dann mit der Gilde noch ein bisschen Einfluss laufen und gehen interne Quests, wenn jemand Hilfe braucht und so. Das ist so jetzt zurzeit mein Alltag. Welche Tipps kannst du Anfängern geben, die deine Klasse spielen möchten? Wie schon gesagt vorhin, sich halt gleich am Anfang klar sein, ob man wirklich auf einen kompletten Full-Tank spielen will oder einen mit viel Lebenspunkten und trotzdem guten Angriff. Am Anfang nicht gleich verzweifeln, das dauert am Anfang ein bisschen, bis der richtig gut wird, weil das halt später, wenn man dann Stufe 60, 70 ist mit den ganzen Segen, kommen dann auch die Lebenspunkte und alles. Und ansonsten halt, es ist zeitintensiv, man braucht ein bisschen Zeit dafür, aber es ist alles machbar ohne große Probleme eigentlich. Ich finde, der Tank ist zwar eine Klasse, die einigermaßen komplex ist, aber auch eine mit der Klassen, die am leichtesten mit komplett aufzubauen geht. Mhm. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr zum Tank noch eine Frage habt, dann schreibt gerne hier unter dem Video einen Kommentar drunter. Dann werde ich die Frage eventuell weiterleiten und wir beantworten die quasi zusammen dann für euch. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal bekommt ihr ein Interview zu einer anderen Klasse. Gerne ein Like und ein Abo dalassen. Vielen Dank nochmal fürs Interview und bis zum nächsten Video. Wiederschauen und reingehauen.